Naja, das ist letztens passiert. Mafia, ihr Anteil? Ihre Freunde haben Ihnen den Anteil am Verkauf von Geld geschickt. Okay, wir haben 6.372 Dollar und ich könnte jetzt alles nehmen oder 50% abgeben. Ich denke mal, ich nehme alles, denn ganz ehrlich, meine Angestellten, die können mich mal. Wieso haben wir jetzt hier einen... Achso, Moser ist weg. Und so geht es jetzt weiter. Tag 25, der 8. August am Donnerstag. Nicht genügend Platz auf den Stadtfriedhof. Auf den Stadtfriedhof. Okay, gut. Backwettbewerb im Park geplant und UFO in Vorstadt gefilmt. Oh mein Gott, die Aliens kommen. Wir gehen mal zur Arbeit. Eins. Zwei. Na komm schon. Und da wären wir. Heute entscheidet das Gericht über das Sorgerecht meiner Kinder. Sie weinen und haben Angst, dass sie nicht mehr bei mir leben dürfen. Ich muss zu der Anhörung. Können Sie mir den Tag freigeben? Okay, Frank, für dich immer gerne. Ne? Okay, warte mal, in meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt und ich muss auf den Klempner warten. Kann ich mir freinehmen? Ihr alten Säcke, natürlich. Weil ihr so alt seid, kriegt ihr frei. So, Birch. Oh mein Gott, jetzt habe ich gar nicht auf die Kommentare gewartet. Das sehe ich dann wahrscheinlich erst bei der nächsten Episode, denn ich nehme jetzt hier im Voraus auf und ja, mal gucken, ob ich die entlassen sollte oder nicht. Mal sehen, was ihr so entscheidet. Chopin. Let's do it. Nocturne in B-Major, wie immer, natürlich. Und ja, wir können uns ja auch das nächste Mal mal kurz im Katalog umschauen und mal sehen, ob es da was Neues gibt. Mir wurde da was empfohlen, nicht wahr? Alle alten Polizisten entlassen. Morgen läuft die Frist ab. Shoot! Okay, gut. Das ist ein bisschen blöd jetzt, weil ganz ehrlich, ich, muss mich quasi jetzt hier entscheiden. Ich kann gar nicht auf eure Kommentare warten. Mist! Kevin's Throat Bar. Gewaltsame Auseinandersetzung. In einer Bar brach ein Kampf aus, nachdem der Barkeeper sich geweigert hatte, zwei besonders betrunkene Männer zu bedienen. Ach, Chin Chin und Farty McDuck. Ihr macht das. Birch Jr. und Vandal. Und Brock. Let's do it. Okay, warte mal, was ist das jetzt hier? Wir können wieder alles beantragen, aussenden, läuft. Pass auf, wir müssen das machen, glaube ich. Wir müssen Birch feuern. Und Drabin und De Brito, wir müssen alle feuern. Die Sans braucht Hilfe. Wir haben die Wohnung von einem der Anführer von Vargas Truppen ausfindig machen können. Wir werden das eigenständig erledigen, aber dabei werden wohl ein paar Schüsse fallen. Es wäre gut, wenn die Polizei dort übernehmen könnte, sobald die das Ärgste vorbei ist. Okay, Numata. Anna, Antanashi und Asano. Oh Mann, ich will das nicht. Aber ich muss die Stadtverwaltung auf jeden Fall bei Laune halten. Auch wenn es gegen Birch geht. Mann, zwei große wütende Männer kämpfen in einer Ecke in der Bar miteinander. Zuschauen und abwarten, bis sie sich müde gekämpft haben. Versuchen sie zu trennen. Den Taser einsetzen, den Taser direkt. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Das ist super bei Betrunkenen. Machen wir keine halben Sachen, ganz ehrlich. Oh Mann, wir müssen alle feuern, ey. Birch und Drabin. Aber es ist Frank Drabin, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ganz ehrlich. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ist Vandal alt? Nee. Okay, Birch. Lehne ich mich auf oder behalte ich euch? Lehne ich mich auf oder behalte ich euch? Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. De Brito können wir definitiv wegschicken, den benutze ich eh nie. Weißt du, ganz ehrlich, feuern? Zu alt. Ich kann es ja zumindest versuchen. So ansatzweise, was gibt's denn auf dem Arbeitsmarkt gerade so? Lake Kubilius, das ist alles. Ist ja wohl ein verdammter Witz. Na gut, ich überleg's mir noch. Im Laufe des Tages jetzt quasi, ne? Mal sehen, was passiert. Oh, St. John's irgendwas. Oh, Chefkoch. Mastroianni. Mr. Boyd, meine Firma hat das Bankett zum 20. Jubiläum der Galerie für moderne Kunst geplant, aber die Feier wurde im letzten Moment abgesagt. Es wäre wirklich schade, wenn so viel Essen weggeworfen würde. Ich würde es gerne Ihnen und Ihren Leuten für eine geringe Gebühr anbieten. Denken Sie nicht, Ihre Untergebenen würden diese luxuriösen Mahlzeiten lieben. Ja, 300, komm schon. Ist doch geil, da freuen Sie sich.
So, und jetzt haben wir das hier, Selbstmorddrohung. Ein junger Mann ist auf das Dach des Doms geklettert und droht zu springen. Es hat sich eine Gruppe von Schaulustigen am Fuß des Doms gesammelt. Ein paar kennen den Mann wieder und sagen, sie seien sich sicher, er würde nicht springen. Er wäre auf einem schlechten Trip und wolle nur Aufmerksamkeit. In dem Fall Chin Chin und Farty McDuck. Ihr macht das? So, ja, wir müssen warten. Morgen ist die Frist abgelaufen und ich muss gucken, was ich mache. Octopus-Restaurant, Raub. Eine junge Frau hat versucht, das Restaurant Octopus ohne Begleichen der Rechnung zu verlassen. Die Kellnerin hat versucht, sie aufzuhalten, aber die junge Frau erteilte ihr einen Schlag an den Kopf, der sie bewusstlos zu Boden gehen ließ. Ein Wächter mischte sich ein, aber die junge Frau setzte ihn mit Pfefferspray außer Gefecht. Dann schloss sie sich selbst in einem Hinterzimmer ein, wo zu hören ist, wie sie auf etwas einschlägt und laut flucht. Okay. Vandal, Birch Jr. und Brock. Do it. Okay, wir müssen Brock auf jeden Fall noch hart pushen. Wobei ja alle ziemlich gut sind, Mann. Ich bin fast dabei, alle Alten zu feuern, ohne Mist. So, Bericht? Falscher Alarm. Okay, das ist nicht das erste Mal, dass der Teenager Gordon Booker mit einer solchen Vorstellung die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt hat. Er hat nie wirklich geplant zu springen. Na toll. Na, vielen Dank auch, Booker. Du verschwendest unsere Zeit, Boy. Mann, das ist so schwierig. Was mache ich denn jetzt? Raub. Bericht. Täter ist ein... Okay. Der Täter ist entkommen? Was zur Hölle, Mann? Diese Frau hat einfach mal das ganze, ne, System überlistet, hat alle außer Gefecht gesetzt, ist der Polizei entkommen. Das ist ärgerlich und komplett mies. Hätten wir mal Chin Chin und Farty McDuck geschickt, ohne Mist. Die hätten das geregelt. Was ist das? Fleet Street, die Sands braucht Hilfe. Ein paar unserer Leute sind gerade in eine Reihe von Schlägern hineingestolpert. Wir wissen nicht, ob das Vargas-Leute sind, aber es wäre gut, ein paar Beamte dort zu haben, falls die Dinge aus der Kontrolle geraten. Antanashi Asano, das reicht. Aussenden. 18 Uhr. Ich muss mich langsam entscheiden, Mann. Die Frist läuft ab. Die Frist läuft ab. Es ist Frank Drabin, Mann. Das wäre zu witzig, den, weißt du? Ach. Komm, wir feuern die jetzt. Was soll's? Ich schmeiß die alle raus. Zu alt. Birch. Feuern. Zu alt. Es tut mir so leid, Birch. Und Birch Jr. Okay, das war's. Schließen. Wir haben's gemacht. Jack, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und Ihre letzten Tage bei der Freeburger Polizei werden deutlich angenehmer werden. Ja, ich... Ein furchtbares, schlechtes Gewissen. Ein furchtbar schlechtes Gewissen. So, meine Güte. Lärmbeschwerde in der Vorstadt. Okay, Robert Wilson hat angerufen, um sich darüber zu beklagen, dass seine Familie wegen lauten Nachbarn nicht schlafen könne. Er sagt, dass dort zu allen Uhrzeiten seltsame Leute ein- und ausgingen und Lieferungen annehmen. Okay, Mr. Wilson hat das lange Zeit ohne etwas zu unternehmen geduldet, aber seine Söhne haben sich vor dem Schlafen aus dem Zimmer geschlichen und beim Nachbar in die Fenster gelugt. Sie schwören, dass sie Kisten voller Maschinengewehre gesehen hätten. Kinder haben ja eine wilde Fantasie und können sich alles Mögliche ausdenken, aber es ist vielleicht auch doch besser, wenn sie jemanden vorbeischicken und die Leute bitten würden, nachts etwas leiser zu sein, okay? Chin Chin, Farty McDuck und Vandal? Brock. Brock, nicht Vandal. So, jetzt können wir wieder jemanden einstellen, aber nur einen. Und das ist Lake Kubilius und das will ich ganz ehrlich nicht, denn wir warten mal auf morgen. Vielleicht gibt es da neue Angebote, denn Lake Kubilius sagt mir überhaupt nicht zu. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich brauche den nicht in meinen Reihen, ganz ehrlich. So, wie sieht's aus hier hinten? Oh, ich bereue das gerade. Ich hätte mich weigern sollen. Es ist Birch, Mann. Wir haben Birch gefeuert. Wir brauchen Verstärkung, die Lage ist ernster als gedacht. Vandal, Birch Jr., Grant und einen noch. Ich denke, Antanashi sollte reichen. Dann haben wir noch zwei Polizisten auf Halde, die im Notfall noch was machen könnten. Nicht wahr? So, mal gucken. Mordbericht. Detective Sandstorm, aktuell 3 neue Schnappschüsse. Das ist in Ordnung, ich weiß gar nicht. Da muss ich mich dann das nächste Mal nochmal reinlesen, nicht dieses Mal. Was mit dem Mord ist, ich habe keinen Plan, Mann. Who knows? Der erste Tag ist auf jeden Fall gleich zu Ende. Bericht, Lärmbeschwerde. Täter gefasst, Beamte unversehrt, alle haben Punkte bekommen.
Bestens, und wir haben Waffen, Mann. Wir haben Waffen, die wir auf jeden Fall verkaufen lassen von der Mafia. So, mal gucken, was uns da dann morgen erwartet, unsere Anteile. Nicht wahr? Das wird bestimmt fetzig. Wir beenden den Tag und freuen uns auf morgen. 26 zu 13 ist ja wohl ein Witz. So langsam reicht das hier mit dem Krieg, ne? Wir müssen das auch mal beenden, ne? So, wie sieht's aus? Alle sind irgendwie schlecht drauf. Ist ja Mist. Aber gut. Tag beenden. Tag 26, 9. August am Freitag. Die Schlagzeilen. Süßwasserfabrik entlässt Angestellte. Schülerin vom Blitz getötet. Oh, okay. Legendärer Schauspieler Paul Spagat unterrichtet Meisterklasse in Freiburg. Paul Spagat. Oh, okay. Eins. Zwei. Und die drei. Komm schon. So, heute gibt es mal das zu sehen. Percy ist nicht zur Arbeit gekommen. Schließen. Oh, Bonz. Schon wieder, als ich die Treppe hochgestiegen bin, ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Kann ich den Tag frei haben? Bonz, Alter, was ist los, Mann? Nein. Alter, der ist 2 Tage da. Ich entlasse den bald wieder. Ohne Mist. Dieser Bonz regt mich richtig auf. Jedes Mal will der irgendwas. Und wir starten mit Beethoven diesmal, denn es ist echt... Warte mal, nee, warte. Moment. Zurück, zurück, zurück. Wir gucken in den Katalog. Es gibt bestimmt noch irgendwas anderes. Die Ulrich-Liste. Snagit, Chimin, Late Hour, Temptation Blues, This Train. Soll gut sein, habe ich gehört. Geht's da noch weiter? Nee. Wir nehmen mal This Train, ne? Mal gucken, was das ist. Turk Murphy. Kaufen. Auf geht's. Okay, da wären wir. Der 26. Stadtverwaltung, afroamerikanische Demonstration. Oh Gott, haben wir jetzt hier viel? Oh mein Gott. Ein Bundesgesetz verbietet öffentliche Versammlungen in der Nähe von Verwaltungsgebäuden. Die Schwarzen planen heute eine Demonstration vor der Stadtverwaltung. Das ist eine direkte Bedrohung für Bürgermeister Rogers Leben. Dämmen Sie diese Gefahr mit allen nötigen Mitteln ein. Oh. Warum denn? Da ist was. Was ist das denn? Moment. Das ist die Demonstration, genau. Afroamerikanische Demonstration. Ungefähr 100 Afroamerikaner haben sich vor der Stadtverwaltung versammelt und den Sprechchor angestimmt. Wir wollen gehört werden. Oh, goddammit. SWAT, Mannschaftswagen. Okay, Stokes ist dabei. Purdy? Percy ist nicht da, deswegen nehmen wir Bonds und Stokes mit. Und Cochi. Das dürfte doch wohl reichen, oder? Mal ganz ehrlich. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Linda Purdy? Oh nee. Schutz. Jack. Bürgermeister Rogers legt dieses Gesetz fälschlicherweise zu seinen Gunsten aus. Tatsächlich erlaubt das Bundesgesetz öffentliche Veranstaltungen in der Nähe von Verwaltungsgebäuden. Also auch dem Büro des Bürgermeisters, solange sie friedlich sind. Wir sollten hier besser auf Nummer sicher gehen. Okay. Beweise gegen... What? Nicht gegen Purdy! Weigern! Martin Stead, ich... Oh Gott! Was tue ich denn jetzt hier? Irgendwas Verwerfliches im Spind eines Beamten platzieren. Ich will das nicht. Ich will... Oh nee! Oh nee! DC... Oh, come on! Das macht mich gerade richtig traurig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Okay, warte mal. Wir könnten mit dem Anrufbeantworter in Jacks Wohnung herumspielen und eine Nachricht von der Mafia hinzufügen, die vom Polizeichef verlangt, rassistische Angriffe gegen die Demonstranten durchzuführen, inklusive Drohungen gegen Jacks Familie. Das wird nicht gut für mich enden, Mann. Die Mafia ist fies, Mann. Oh. Nee, ich weigere mich erstmal. Ich weigere mich. Das ist komplett behindert. Ich will niemanden von beiden irgendwas antun. Warte mal, Gehalt. Hier ist ihr wöchentliches Gehalt. Das ist ja lächerlich. Vielen Dank. Begräbnis. Der Mann war ein aufrechter Diener der Stadt. Heute wurde er mit militärischen Ehren beigesetzt. Moser. Mach's gut. So, Bericht Diebstahl. Ermittlungen fehlgeschlagen. Achso. Ah, Mist, Frank. Ergebnis der Anfrage. Okay, freie Stelle. Okay. Wir können wieder mal was einstellen. Poots McGillicuddy. Ah, Poots McGillicuddy.
Wie geil ist das denn, Michael Foxman? Okay, wir haben auf jeden Fall zwei coole Detectives, Polizisten. Poots McGillicuddy und Michael Foxman. Rick Dixon. Rick Dixon nehme ich auch auf jeden Fall. Wir haben drei, ne? Und dann können wir noch einen Detective einstellen. Theresa Weaver. Die sieht echt mies aus, ohne Mist. Lyman Skinner und James Jackson. James Jackson. Na gut, machen wir gleich. Ergebnis der Anfrage. Okay, SWAT-Team verbessern. Wir machen das mal 100% effektiver, dreimal am Tag. 100% effektiver, bitte. Das ist wichtig. Ein Detective mehr. Okay. Wir können... Oh Gott, wir können so viele Detectives einstellen. Und zwei Polizisten. Oh, warte mal, wenn wir nur zwei... Oh, Mist, nur zwei Polizisten? Warum das denn? Ich dachte, wir haben jetzt... Ja doch, stimmt. Kommt hin. Gehaltserhöhung, okay. Und Mafia, ihr Anteil. 1000. Alles nehmen. Okay, danke. Vielen Dank. So, wir können jetzt hier was einstellen und das mache ich mal kurz. Warte doch mal kurz. Vorstadt häusliche Gewalt. Gerade ist ein Anruf von einer älteren Frau namens Sarah Willinson eingegangen. Sie macht sich Sorgen um ein weinendes Baby und laute Rufe aus dem Haus ihrer Nachbarn. Sie kennt das dort lebende Kind nur als ruhig und brav. Okay. Yancy und Austin, kümmert euch drum. Guckt mal nach. So, und wir schauen mal, wo wir was einstellen können. Hier fehlt quasi ein Polizist und hier nichts. Okay, da können wir noch einen Detective einstellen, auf jeden Fall. Bei Schicht B. Schicht B, ein Detective, bitte. Wen nehmen wir denn? James Jackson auf jeden Fall. Der scheint irgendwie cool zu sein. Oh Gott, James Jackson. Jackson. Schicht... Nee, warte mal. Muss noch mal gucken. Schicht A, da sind sie alle ziemlich... Naja. Schicht B ist OP. Schicht B kommt James Jackson auf jeden Fall. Schicht B und Schicht A kommt Theresa Weaver dazu. Die macht da was. Die macht was. So, noch ein Detective können wir einstellen, aber den will ich nicht. So, Poots McGillicuddy. Poots McGillicuddy wird auf jeden Fall richtig crazy und Michael Foxman und Rick Dixon. So, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall bei Schicht A jemanden einstellen, der relativ gut ist. Also kommt da Michael Foxman hin. Für Schicht A. Und Poots McGillicuddy kommt da wahrscheinlich auch mit hin. Obwohl, Mist, ich hätte den mitnehmen sollen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Rick Dixon kommt da auch mit dazu. Rick Dixon. Schicht A, okay. Poots McGillicuddy kommt auf jeden Fall da noch mit dazu. Der muss mit Farty McDuck auf jeden Fall arbeiten. Das ist das Ding. So, wir haben immer noch einen freien Platz. Die Demonstration gewaltsam beenden? Nein, machen wir nicht. Aber das ist dann wieder... Es gibt Ärger. Es ist gegen das Gesetz. Nein. Ich beende hier nichts gewaltsam. Weder feministische Aufstände noch irgendwelche Demonstrationen, die friedlich vonstatten gehen. Das kannst du vergessen. Kotzt mich halt an. Weißt du, ist ganz ehrlich. Nicht mein Problem. Moonlight Fußballstadion. Massenausschreitung. Oh mein Gott. Okay, warte. Wir warten noch kurz. Die müssen alle nach Hause kommen erstmal, bevor ich hier irgendwas machen kann. So, oh mein Gott. Die Lage ist ernster als gedacht. Wir brauchen Verstärkung. Oh, shoot. Warte mal. White und Flowers sollte reichen. Aussenden. Ansonsten müssen wir jetzt hier alles aussenden. Guck mal. Ausschreitungen. Wir nehmen Purdy, Cochy, Simpson, Stokes, Bonds, SWAT und das. Hoffentlich reicht das. Ich habe gar nicht geguckt, was da stand. Oh mein Gott. Irgendwelche Ausschreitungen. So, nichts wurde archiviert. Mist, das ist fehlgeschlagen. Mist, Mist, Mist. Mord. Detectives, da können wir mal ein paar mehr reintun. Hier, Casey und Jackson. Mach das mal. Oder direkt alle, weil wir haben ja so viel. Ohne Mist. Armstrong, Weaver. Mole. Alle machen mit. Schließen. Das wird auf jeden Fall echt krass, Mann. Alle Kraft auf diesen Fall, Mann. So muss das laufen. So, ich bin gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Beim Fußballstadion und hier. Das sind zwei brisante Dinge. Häusliche Gewalt, Bericht. Täter gefasst, bestens. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Super, super, super. Das läuft doch bestens. Ich denke, hier könnte irgendwas schief gehen. Oh Gott, in dem Stadion wurden mehrere Rauchbomben gezündet und die Leute prügeln gnadenlos aufeinander ein. In die Luft schießen und die Kämpfenden, um die Kämpfenden abzuschrecken, ist nicht gut. Mit Tasern in die Menge stürmen. Tränengas. Das ist es nämlich. Tränengas ist es. Warte mal. Rauchbomben.
Tränengas. Täter gefasst, Darmton versehrt, SWAT. Geil, alles bestens, das hat funktioniert, Mann. Purdy, wir werden dich nicht belasten, auf keinen Fall. Mal sehen, was da morgen auf uns zukommt. Wegen der Demonstration, ne? Der kackt uns bestimmt an und sagt, ey, du, das geht so nicht weiter, Junge. Okay, Autodiebstahl, wir werden gleich mal gucken, Moment. Wir dürfen nicht so viel mit Purdy machen, die ist viel zu gut, ohne Mist. Die hängt hier alle ab, das ist der Wahnsinn. So, pass auf. Eine Frau hat angerufen, um einen Autodiebstahl zu melden. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und hielt an einer roten Ampel, als ein Mann zu meinem Auto gerannt kam und mich direkt durch das offene Fenster rausgezerrt hat. Beeilen Sie sich, hier ist überall Stau. Er kann nicht weit gekommen sein. Okay, pass auf, das macht dann Yancy, Bond, Stokes und Cochi. Nee, warte mal, Yancy. Nee, Cochi. Nee, doch, Yancy. Okay, das wird sein. Dürfte funktionieren, mal gucken. Wir haben jetzt schon 50.000, also das nochmal mal 10 und wir haben es geschafft, ne? Bank von Freeburg, was haben wir denn hier? Es sind wieder ein paar Idioten in unserer Bank und versuchen Geld von unseren Konten abzuheben. Diesmal haben wir versucht, sie einfach rauszuwerfen, worauf sie begonnen haben, Möbel zu zertrümmern und Unterlagen zu verbrennen. Offensichtlich denken die Schwachköpfe, dass uns das schaden könnte. Offensichtlich haben sie keine Ahnung, Mann. Na gut. Das läuft. Bericht? Täter gefasst, Beamte unversehrt, es läuft, wie es laufen soll. Stokes ist gut dabei, Bonds wird auch immer besser, das ist gut. Percy ist wieder mal nicht da. Was machen wir mit diesem verdammten Percy, Mann? Ich habe keine Ahnung. So. Komischerweise ist alles ruhig. Okay, Vandalismus in... Oh Gott, warte mal. Vandalismus in der Vorstadt. Die Rentnerin Samantha Randon sah aus ihrem Fenster, als sie zwei junge Frauen dabei beobachtete, wie sie über das Fenster in ein nahes Haus einbrachen und dann die Worte Verräterin und Fotze an die Wand schmierten. Oh. Okay, pass auf. Cochi und Bonds. Ihr macht das. Und jetzt erstmal das hier. Ah, Jack, sie haben... Oh, goddammit. Gut, dann seid ihr jetzt halt irgendwie ein bisschen am Arsch, ne? Der Bürgermeister kann mich mal. Ohne Mist, der soll mal nicht das Gesetz verdrehen, das ist nämlich echt nicht rechtens. Und ich belaste niemand anderen, ohne Mist. Ich leg mich mit dem an und dann werde ich ihn fertig machen, irgendwie, keine Ahnung. Wird schon passen, Ghetto? Oh Gott, Mist. Es geht weiter. Die Schläger haben einen neuen Anführer und offenbar wollte er sich bei Vaga einschleimen, weswegen er die Tochter eines hohen Mitglieds unserer Familie entführt hat. Wir haben die Adresse des Hauses herausgefunden, zu dem sie gebracht wurde und bereits einige Leute hingeschickt, aber wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Das ist die perfekte Situation für etwas Polizeiunterstützung. Okay, pass auf. White und Flowers. So, Büro der Staatsanwaltschaft. Was macht Dixon denn hier? Was zur Hölle? Warum ist... Wie... Was? Nee! Sie wurden des schwerwiegenden Amtsmissbrauchs für schuldig befunden. Die Stadt verlangt, dass ihre Bezüge um 90% gesenkt werden. Darüber hinaus haben wir Anlass zu der Vermutung, dass die Übersetzung der Polizei zu der hohen Anzahl an Vergehen im Dienst führt, deswegen die Anzahl an Angestellten in ihrem Dienst um 50% gekürzt wird. Purdy ist weg. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Das macht mich gerade richtig sprachlos. Okay. Was? Bericht Mord? Ja, nee. Jetzt erstmal nicht so. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Mann. Okay. Ich überlege gerade ernsthaft den Start, also den Tag neu zu starten, aber ich glaube, das mache ich nicht. Weil Halleluja, ist das scheiße, ist das blöd. Oh mein Gott. Es sind einfach mal alle weg. Wie viele habe ich jetzt noch? Warum habe ich denn jetzt die neuen nicht mehr? Ach, komm schon. Ernsthaft, Game. Wirklich? Purdy ist weg. Na gut, Tag beenden.
Was zur Hölle? Ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll, Mann. Ich meine, 50% der Belegschaft ist weg. Und das nur, weil sich irgendein Volldepp beschwert hat, ne? Ey, denken die auch mal nach. Ich meine, wahrscheinlich ist der sich beschwert hat, jetzt auch gefeuert. Gut gemacht. Hey, toll. Applaus, warte. Super, gut gemacht. Und jetzt stehen wir da und haben nichts mehr. 90% weniger Gehalt. Okay, das heißt, ich werde korrupt as fuck jetzt. Ohne Mist. Die können mich am Arsch lecken, diese Leute. Ich mach die fertig. Gut, toll. Jetzt habt ihr den Salat und ich muss jetzt mit irgendwie 3 Leuten pro Schicht auskommen. Das wird bestimmt super. Auf jeden Fall sind wir heute fertig und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Vielen Dank, Mann. Wir sehen uns morgen wieder. Mach dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi.